Вот костер. Feuer. Всегда в любую Jederzeit, погоду, zu jedem и Wetter непогоду. und Unwetter. Хоть дождь, хоть снег. Ob Regen, ob Schnee. Вот в лесу. Im Wald. Разводим костер. Wir machen Feuer. Наступает und es kommt die Gemütlichkeit. Ощущение. Das Gefühl des Heimischen. Nur das Feuer braucht es unbedingt, dass sowohl dem Wald als Ganzes, als auch keinem einzigen Lebewesen, hierzu zählen auch Pflanzen, nicht Schaden entsteht. Demzufolge sollte das Feuer bestmöglich an einer alten Feuerstelle oder da, wo keine Pflanzen wachsen, gemacht werden. Auf sandigem Weg, einem Waldweg beispielsweise. Und keinesfalls darf Feuer unter großen Tannen zur trockenen Zeit gemacht werden. Da unter den Tannen sich eine Menge Nadeln befindet und diese dann aufglimmt. Es verbrennen dann die Wurzeln. Weiter bahnt sich das Feuer im Inneren des Baumes. Sodann die Flamme des Feuers ist zweiartig, zweier Sorten. Solange das Feuer entflammt, ist es grell, intensiv, manchmal wild. Dann aber, wenn sich das Feuer gesetzt hat, die glühende Kohle weich geworden ist, Ruhe bringend, dann kann man mit dieser Flamme sehr gut arbeiten, sich ausgleichen. So ein Feuer beseelt. Weiter ist noch wichtig, es zu lernen, auf das Feuer nicht nur mit den Augen zu schauen, so wie es die Menschen üblicherweise tun, sondern mit den Augen des geistigen Herzens. Es gibt die Redewendung, es wärmt den Geist. Die Seele. Im Deutschen, es beruhigt den Geist, die Seele. Erst dann wird das Feuer die Seele wärmen, das geistige Herz wärmen. Das Wichtigste im Menschen. Und das sich Befinden an so einem Feuer beinhaltet ihn. Man kann es als eine der wichtigen geistigen Übungen zählen. So werden wir nun über all dies reden. Es gibt das griechische Wort Hesychia, welches innere Stille, die sich im Inneren befindende Ruhe bedeutet. Hiervon stammt der Name der alten christlichen Glaubensbewegung Hesychasmus, welche durch zwei sich miteinander eng verbundenen methodischen Grundsätzen beschrieben ist. Zum einen die Erlangung dieser genannten Hesychia, der inneren Stille, und zum zweiten die Öffnung des geistigen Herzens.
So dann entwickelt sich der Mensch, qualitativ genauer das geistige Herz. Haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wozu wir auf Erden leben? Worin der Sinn unseres Lebens besteht? Wenn nicht, so ist es möglicherweise sinnvoll, dies gerade jetzt zu tun. Denn viele Menschen, die keine richtige Antwort auf diese Frage finden, verurteilen sich selbst zu fatal falschen Handlungen, zum Verfall, zu Qualen. Denken Sie bitte nicht, dass ich darüber reden werde, dass der Lebenssinn darin besteht, ewigen Qualen der Hölle zu entgehen und ewiges Glück im Paradies zu erlangen. Nein, wir werden dieses Thema nun ganz ernst vom Standpunkt der Wissenschaft, vom Standpunkt der Biologie besprechen. Da ich Gelehrter der Biologie bin und zusammen mit meinen Kollegen dieses Thema jahrzehntelang ausführlich und genau studiert habe, sprechen wir nun über die Evolution. Wahrscheinlich haben wir alle dieses Wort schon gehört und kennen die Theorie der Artenbildung Darwins und Wallace. Das, was Sie gesagt haben, ist richtig. Es ist alles der Wahrheit entsprechend. Falls man zu Ihrem Konzept das moderne Wissen über den Mechanismus der Entstehung genetischer Mutationen hinzufügt, der Evolution unterworfen sind nicht nur biologische Arten, sondern auch Planeten, Sterne, Galaxien und das ganze materielle All. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf das sehr wichtige Problem der Biologie, die Evolution des Bewussten und des Bewusstseins. Vergessen wir nun für kurze Zeit den Sonnentag und stellen uns eine Sternennacht vor. Himmel voller Sterne. Sterne, umfasst von Galaxien. In jeder Galaxie eine Vielzahl Sterne. Um sie kreisen Planeten. Auf einigen Planeten existiert Leben, das dem auf unserer Erde ähnlich ist. Auf unserer Erde existieren Milliarden sehr unterschiedlicher Lebewesen, angefangen von Mikroorganismen bis zu uns, dem Menschen. Wenn man nun mit weitestem Blick der Biologie sich diesem Problem, dem Problem des Lebens, nähert, so ist dies noch nicht ausreichend. Es ist nicht umgreifend, nicht umfassend. Das liegt daran, dass der Raum in Wirklichkeit real, multidimensional ist. Es sind sieben wesentliche Schichten dieser Multidimensionalität. Sie unterscheiden sich nach dem Grad ihrer Grobheit
bzw. Feinheit. Die gröbste Schicht der Multidimensionalität ist die Hölle. Die am meisten feine ist der Schlupf und Heim des Schöpfers. Im Griechischen werden diese Räume der Multidimensionalität Äonen genannt. Im Sanskrit Loken, von Loka. Weiter nennt man sie auch Pläne der Multidimensionalität. Dabei sind sie wirklich, namentlich real, mit entwickeltem menschlichem Bewusstsein erkennbar. Alle diese Dimensionen sind von unterschiedlichen Bewusstseinsformen besiedelt. In der feinsten von ihnen befindet sich das nach Maß unbegrenzte ewige Urbewusstsein, das von Menschen Schöpfer, Gott Vater, Sabaot, Jehova, Jahwe, Urbewusstsein, Adi Buddha, Allah, Svarog, Odin und mit anderen Namen genannt wird. Einige von den anderen Äonen sind von individuellen, bewussten oder mentalen Wesen, man sagt auch Seelen, verschiedener Alter und Qualitäten bewohnt. Es gibt auch Äonen, die mit Baustoff sowohl für die uns gut bekannten physischen Materie als auch für die Seelen erfüllt sind. Was ist das Paradies? Es ist der nächstgelegene Äon zum Äon der Wohnstätte des Schöpfers. Aber dieser Äon ist nicht von beflügelten Engeln und Erzengeln besiedelt, sondern von evolutionierten Seelen, die im Leben des verkörperten Zustandes es gewohnt waren, in solchen emotionalen Umständen, genauer emotionalen Bewusstseinszuständen, wie Liebe, Zärtlichkeit und Liebe, Fürsorge gegenüber und um andere Lebewesen zu lieben. Wenn diese Zustände im Leben des Menschen auf Erden zur Gewohnheit geworden waren, zum gewohnten Zustand des Bewusstseins, so bleibt er in ihnen auch nach dem Tod des Körpers. Dann wird er garantiert im Paradies leben. Es gibt die Ansicht, dass unser Tun und Handeln vorbestimmt, wo wir nach dem Tod des Körpers leben werden. Das ist nicht richtig. Das Handeln formt das Schicksal oder Karma. Das ist etwas anderes. Das Wesentliche hierin ist, dass Gott als unser wichtigster, primärer Lehrer uns durch das Schaffen verschiedener Schwierigkeiten und ethisch falschen Handlungen abhält, welche andere Lebewesen Schaden oder Leid zufügen. Falls wir länger nichts lernen und uns weiter egoistisch verhalten, erhalten wir von Gott
Von unseren göttlichen Lehrern Probleme, Schmerz und Leid. Diejenigen Menschen, die in sich die Gewohnheit entwickelt haben, in groben emotionalen Zuständen wie Gereiztheit, ständige Unzufriedenheit mit dem Verhalten anderer Menschen, Sehnsucht, Ärger, Hass, Verzweiflung, Eifersucht zu leben, geraten nach dem Verlassen des Körperlichen zu ihresgleichen in die Hölle. Jeder von uns hat die Möglichkeit zu wählen, welches Äon er besiedeln möchte. Darin besteht die Freiheit des Willens, indem jeder von uns für sich die Wahl hat, den Äon zu wählen, in welchem er leben wird. Der Mensch ist nicht gleich Körper. Menschen sind nicht gleich Körper. Der Mensch ist das Bewusstsein oder die Seele. Es ist nicht richtig zu sagen, meine Seele oder seine, ihre Seele. Nur der Körper kann mein sein oder jemandem gehören. Das Ich ist die Seele. Die Seelen verkörpern sich in materiellen physischen Körper zum Zweck des Wachstums und der Entwicklung. Darin besteht der Sinn unseres Lebens. Die Verkörperung in menschliche, physische Leiber geschieht nicht sofort. Die Entwicklung jeder Seele beginnt zuerst mit der Verkörperung in Körper von Mikroorganismen, Pflanzen, dann in Körper verschiedener Arten von Tieren und erst danach in den menschlichen Körper. Also bestehen zwei parallele Evolutionsrichtungen, Strömungen, die Evolution der physischen Körper unterschiedlicher Art und die Evolution der individuellen Bewusstsein. Der Lebenssinn des Menschen besteht nicht darin, das Paradies zu erlangen. Er ist um ein Vielfaches mehr. Er besteht darin, die Wohnstätte des Schöpfers zu besiedeln, zu erlangen, ihn durch sich selbst zu bereichern. Dazu muss man ungleich mehr tun, als einfach nur ohne grobe, negative Emotionen zu leben. Mit anderen Worten, müssen wir zu vollkommenen individuellen Bewusstsein werden, um das Recht zu erhalten, in der Wohnstätte des Schöpfers zu siedeln, zu seinem untrennbaren Teil zu werden. Also haben wir erkannt und uns gemerkt, dass der Mensch, so wie jedes verkörperte Lebewesen, nicht der Körper, sondern das Bewusstsein, die Seele ist. Nach dem Tod des Körpers sterben wir nicht, sondern leben weiter. Wie aber das Leben sein wird, die Qualität des Lebens sein wird, hängt davon ab, wie der Mensch sein Leben im materiellen Körper verbracht hat, wie er sich erzogen hat. Wir
Wir haben schon besprochen, dass es Gott gibt. Er ist sogar erkennbar für den Menschen, die sich ihren seelischen Eigenschaften nach der entsprechenden Stufe entwickelt haben. Eines der Probleme besteht darin, dass fast alle Menschen in der modernen Gesellschaft keine Vorstellung davon haben, was der Gott ist und wo er zu suchen ist. Beginnen wir damit, Begriffe wie der Schöpfer, der Absolut, der Heilige Geist, der Messias und was in anderen Sprachen das Gleiche ist, Christus, Avatar, zu bestimmen. Absolut ist absolut alles, was im All existiert, ausgeschlossen der Hölle. Warum? Weil Christus die Hölle als die äußere Finsternis in Bezug auf das Absolute nannte. Die Hölle ist etwa eine Müllhalde, der Ort, wohin die Abfälle der Evolution des Bewusstseins im Absolut geworfen werden. Der Absolut ist richtigerweise als ein lebendiger, einheitlicher Organismus, als ein Ganzes zu sehen. Wir sind wie seine bewegenden Zellen, ähnlich den Leukozyten im Blut, die zur Bewegung Entwicklung und Willensfreiheit fähig sind. Und unsere Willensfreiheit gibt uns das Wahlrecht, in welchem Teil des Absoluten wir unsere Existenz fortsetzen wollen. Der Schöpfer ist das Wesentliche des Absoluten. Er nennt sich selbst als das geistige Herz des Absoluten. Er ist kein auf Wolken sitzender Greis, sondern ein grenzenloser Ozean des vollkommenen Bewusstseins, der überall in jedem beliebigen Punkt des Raumes ist, aber nur in seiner Dimension, in seinem Äon verbleibt. Man muss verstehen, dass das materielle Schaffen winzig klein ist im Vergleich zum grenzenlosen Schöpfer. Es ähnelt kleinen Inseln im unendlichen, grenzenlosen Ozean des Weltabsoluten. Und der Schöpfer ist die grenzenlose Grundlage, etwa wie die Grundschicht, Basis für alles Bestehende. Und in der Schöpfung geschieht nichts, das dem Willen des Schöpfers nicht entspricht. Was ist der Heilige Geist, die göttliche Taube, der Odem, der Lebensodem? Das sind göttliche, vollkommene Bewusstsein des früheren Menschen. Der Heilige Geist ist ein Sammelbegriff. In Wirklichkeit gibt es eine ungeheure Anzahl heiliger Geister. Sie alle haben eine menschliche und dabei gigantische Gestalt, wenn sie Menschen erscheinen. Das sind Menschen, die sich in der Vergangenheit bis zum Zustand der Göttlichkeit entwickelt
und sich eine ewige Stelle zum Verbleib in der Wohnstätte des Schöpfers gesichert haben. Jetzt kommen sie aus der Wohnstätte des Schöpfers zu uns, den verkörperten Menschen, um uns zu helfen, den geistigen Weg zu gehen. Übrigens, unter den Vertretern des Heiligen Geistes sehen wir beides Geschlecht. Wer ist Christus, Messias, Avatar? Sie sind eben die Vertreter des Heiligen Geistes, die sich im Menschen verkörpert haben. Das hilft ihnen, mit uns leichter umzugehen und uns besser zu helfen. Es sei hervorgehoben, dass Christus kein Nachname von Jesus ist, was sehr viele Gläubige und Ungläubige meinen. Christus ist eher ein Titel. Und Messias, Avatar, ist das Gleiche, nur in anderen Sprachen des Menschen. Auf welche Weise sollen wir unser Leben gestalten, um mit maximalem Nutzen für sich und die Evolution des Weltbewusstseins zu leben? Vor allem muss man verstehen, dass sich die Vollkommenheit sich aus drei Komponenten bildet: Liebe, Weisheit und Kraft. Die Komponente der Weisheit erlangen wir durch das Lernen in der Schule, in der Universität, durch den Erwerb der Lebenserfahrung auf den verschiedensten Gebieten des Handelns. Je vielfältiger, desto besser. Und Kraft, in unserem Kontext geht es nicht um die physische Kraft, sondern um die Kraft des Bewusstseins. Sie aber kann nur mit einem gesunden und genug entwickelten physischen Körper gebunden werden. Darum ist die gesunde Lebensweise, einschließlich der richtigen Ernährung, der körperlichen Arbeit, Körperkultur und Sport in der richtigen Entwicklung des Menschen von großer Bedeutung. Zur Betrachtung verbleibt nur noch der Aspekt der Liebe. Was ist denn die Liebe? Viele Leute verstehen unter dieser Bezeichnung nur den Sex. Aber es ist nicht so. Übrigens ist der Sex gar nicht schlecht, wenn auch mit bestimmten Vorbehalten, über die man in unseren Büchern nachlesen kann. Aber unter dem Wort Liebe versteht man richtigerweise eben die entsprechenden Emotionen. Man muss berücksichtigen, dass es einige Varianten dieser Emotionen gibt. Die Emotionen der Liebe, die ineinander verliebte Menschen zusammenführt und sich vereinen lässt. Die Liebe, Sorge um Kinder, die Liebe, Achtung derer, die solcher würdig sind, die Liebe, Mitleid, die uns nicht erlaubt, anderen Wesen Schmerz oder anderes Leid zuzufügen, die Liebe, Selbstaufopferung in Nächstenhilfe, die Liebe, Entzücken von verfeinerter Schönheit. Das ist auch die Liebe zum Gott, die uns dazu bringt, ihm zu dienen, in ihm
einzufließen, sich mit ihm im Einen zu verschmelzen. Wir alle haben die Worte Jesu Christi gehört. Gott ist Liebe. Das bedeutet zuerst, Gott liebt uns, seine Kinder. Verkörperte und nicht verkörperte Menschen, Tiere, Pflanzen. Übrigens sind Pflanzen auch beseelte Lebewesen. Man muss sie entsprechend behandeln. Zweitens ist die in uns entwickelte Liebe in all ihren aufgezählten und anderen Erscheinungen die wesentlichste Qualität, mit deren Hilfe wir uns dem Schöpfer annähern können. Und jetzt kommt die Frage, wie kann man das alles lernen? Dazu müssen wir vorerst den Aufbau des menschlichen Organismus betrachten, aber nicht von der Sicht der Anatomie oder Physiologie, sondern von derselben wie der des Aufbau des Absoluten. An sich ist es so, dass der menschliche Organismus ähnlich dem Absoluten multidimensional ist. Dabei hat jeder von uns eine potenzielle Vertretung in der Wohnstätte des Schöpfers. Im Neuen Testament wird darüber als den göttlichen Geist, Seele gesprochen, der in uns lebt. Diese Vertretung nennt man Atman oder das höchste Ich jedes Menschen, das wir unbedingt erkennen müssen. Dabei ist das höchste Ich dem Schöpfer identisch. Wie aber kommt man dorthin? Als erstes muss man verstehen, dass der erfolgreiche Weg zum Schöpfer nur unter der Bedingung der ethischen Sauberkeit, die uns Gott anbietet, möglich ist. In unseren Büchern kann man darüber ausführlicher lesen. Zweitens ist die erfolgreiche Bewegung zur Wohnstätte des Schöpfers nur bei Beachtung zweier Grundprinzipien des Hesychasmus möglich. Das ist die Erwerbung der inneren Ruhe und die Bemühung der Selbstentwicklung des geistigen Herzens. Das höchste Ich kann gerade und nur im Inneren, innerhalb des entwickelten geistigen Herzens erkannt werden. So wird dann auch dort die Ruhe gefunden. Man kann sagen, dass Gott so und nur so durch die genannten Methoden und Prinzipien des Hesychasmus erkannt wird. Es sei bemerkt, dass ähnliche Methoden der geistigen Arbeit, der geistigen Vervollkommnung ebenso von Führern anderer religiöser Richtungen ausgearbeitet wurden. Also jetzt werden wir die Frage, wie entwickelt man das geistige Herz, ausführlicher behandeln. Wie ist es zu erkennen, zu erschließen, zu eröffnen? Wo befindet es sich?
Wie ist es im Weiteren? Angebracht wäre es jetzt, über die Chakren zu sprechen. Chakren befinden sich nicht in der Wirbelsäule, wie man es in einigen Büchern beschreibt. Jedes Chakra nimmt das ihr entsprechende Körpersegment völlig ein. Innerhalb der Chakren gibt es keine Blüten oder andere märchenhafte Strukturen. Das alles sind menschliche Fantasien. Keinesfalls darf man sie kolorieren, wie man es manchmal empfiehlt. Chakren haben innerlich eine zarte, weiß-goldene Farbe. Chakren sind bioenergetische Strukturen. Unter ihren Funktionen sind das Versorgen, die Überarbeitung und die Verteilung der Bioenergien im Organismus, welche zwischen den Chakren oder zwischen den Chakren und Organen, die sich im Bereich dieser Chakren befinden, strömen. Die Kanäle, durch die sich der Strom und die Bewegung der Bioenergien vollziehen, sind Meridiane. Dies werden wahrscheinlich bereits alle wissen. Es ist wünschenswert, dass alle Chakren immer gereinigt und entwickelt sind. Dazu gibt es spezielle Verfahren, die in unseren Büchern beschrieben sind. Wenn das eine oder andere Chakra verschmutzt ist und ihre Funktion nicht richtig erfüllbar ist, so entstehen chronische Erkrankungen entsprechender Organe. Wenn man solche Chakra reinigt, so geschieht es manchmal sehr schnell, manchmal sofort, dass die Heilung der Krankheiten, die jahrelang dauerten und sich mit Medikamenten nicht heilen ließen, einsetzt. Insgesamt sind es 7 Chakren. Betrachten wir sie von oben nach unten. Der obere Teil des Kopfes ist das Chakra Sahasrara. Der Mittelteil des Kopfes ist das Chakra Ajna, übersetzt nicht weise. Gegenteilig Dinyani, übersetzt weise. Vishuddha ist das Gebiet um den Hals bis zum Unterteil der Zwischenschlüsselhöhle. Anahata nimmt den ganzen Brustkorb bis zum Sonnengeflecht ein. Manipura liegt unten bis zum Nabel, einschließlich des Sonnengeflechts. Svadhisthana liegt bis zur Höhe des Schoßbeins. Muladhara ist noch unten auf der Ebene des Steißbeins. Außer der Funktionen der Verteilung der Bioenergien haben die Chakren noch andere wichtige, im Folgenden zu nennende Aufgaben. Sahasrara ist für das strategische Denken verantwortlich. Ajna für das taktische Denken. Ein vollkommen notwendiges Chakra, welches aber auch die Beherbergung des niedersten Ich bildet, im Gegensatz zum höchsten Ich. Vishuddha ist für die ästhetische Wahrnehmung zulässig. Anahata für die Funktionen der Liebe. Manipura für den Energiehaushalt und dessen Führung. Svadhisthana für die Vermehrungsfähigkeit, reproduktive Funktion. Muladhara
ist für uns insofern besonders wichtig, da zu ihr die Kanäle, welche den Körper mit der Kundalini-Energie verbinden, hinführen. Kundalini befindet sich nicht im Steißbein, nicht im Muladhara-Chakra, wie man es manchmal beschreibt. Es befindet sich außerhalb des menschlichen Körpers. Kundalini ist die atmische Energie, die für die geistige Entwicklung des Menschen sehr wichtig ist. Auf bestimmten Stufen des geistigen Werdeganges führt der geistige Kämpfer das Kundalini durch seinen Körper, verwandelt dadurch den Stoff, die Materie des Körpers. Dann wird die Kundalini-Energie freigelassen. Das ist eine der notwendigen Übungen, um später in die Wohnstätte des Schöpfers umzusiedeln. Die wichtigste der Chakren ist das Chakra Anahata, da wir mit ihrer Hilfe unsere menschliche Bestimmung, das heißt unsere geistige Vollkommenheit, verwirklichen können. Wie entwickelt man Anahata? Dazu wurde eine Reihe von Übungen entwickelt. Im Altertum verwendeten die geistigen Kämpfer des Hesychasmus das sogenannte Jesusgebet. Es gab unterschiedliche Formen dieses Gebets. Die Wesenheit bestand darin, Jesus ins geistige Herz, in Anahata, zu rufen. Die Effektivität dieses Verfahrens war sehr gering. Es wäre angebracht, Jesus in die bereits entwickelte, gereinigte Anahata einzuladen. Sie müsste entsprechenderweise vorbereitet sein. Wir können Ihnen folgende vorbereitende Übungen anbieten, um Anahata für den Besuch Gottes würdig zu machen. Die erste Übung kann so sein: Man setzt sich auf die Fersen, Rücken gerade haltend. Diese Pose nennt man die Pose des Schülers. Wir treten in den Zustand des Friedens, der Ruhe und der Glückseligkeit. Wir bemühen uns der Entstehung dieser Zustände im Brustkorb. Zuerst strahlen wir diese nach vorne aus. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig. Nach rechts. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig.
nach hinten. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig. Nach links. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig. Nach oben. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig. Und nach unten. Es seien alle Wesen friedlich. Es seien alle Wesen ruhig. Es seien alle Wesen glückselig. Als zweite Übung kann man die sogenannte Versöhnung machen. Wir heben den Arm hoch, Schulterblatt nach unten und zeichnen mit dem Rand der rechten Hand nach unten die Sinusoide. Die Sinusoide, Sinuslinie, ist das Symbol der Harmonie. Man kann den Arm bis in die Unendlichkeit verlängern, ihn unendlich lang empfinden. Damit geben wir dem Raum Harmonie. Wiederholen die Übung viele Male zu allen Seiten. Die körperlichen Augen können geschlossen sein. Die Augen der Seele sind auf. Sie erlauben uns, unseren unendlichen Arm zu sehen, der dem Raum Harmonie gibt. Dann folgt die Übung des Erwachens. Stellen wir uns den frühen Morgen vor. Wir sind aus dem Haus in den Garten oder in den Wald gegangen. Wir empfinden überall um uns herum und über uns die morgendliche Frische. Wir bitten den Heiligen Geist, sich über unseren Körper zu konzentrieren und laden ihn ein, durch unseren Körper zu strömen, indem wir die Arme von oben nach unten bewegen.
Wir wiederholen diese Bewegung immer wieder. Diese Übungen heißen psychisch-physikalische Übungen, weil die physische Komponente das Erreichen des psychischen Zustandes, des psychischen Effekts dazu beiträgt. Immer wieder machen wir solche einladenden, rufenden Bewegungen, wir bitten den Heiligen Geist, durch unsere Körper zu strömen. Unsere Körper und Seelen werden von der Morgenfrische und dem göttlichen Segen durchspült. Von hier aus kann man gleich zur nächsten Übung, das Geben, gehen. Die Arme gehen vom Brustkasten auf. Wir lassen aus dem Brustkasten eine Welle der Liebe aus. Derselben Liebe, die wir vielleicht gerade eben vom Heiligen Geist erhalten haben. Wir senden sie in den Raum nach vorn. Man kann sich an die Worte erinnern, es seien alle Wesen friedlich, es seien alle Wesen ruhig, es seien alle Wesen glückselig. Die letzte Übung aus dieser Folge ist, das zum Vorschein kommen, das Herauskommen. Das Schlüpfen. Wir machen mit den Armen Ruderbewegungen von oben nach unten und schlüpfen aus unseren körperlichen Hüllen aus. Mit jedem Ruderschlag kommen, schwimmen wir weiter nach oben zur Lichtquelle, zur Sonne. Man kann in die Sonne hineinfließen, sich mit ihr ausfüllen, zu ihrem Licht werden, sich mit der Liebe zum Licht, die Seele in dieses Licht verwandeln. Danach kommen wir wieder in unseren Körper zurück und scheinen mit diesem Licht. Wir scheinen aus Anahata, mit dem erneuerten geistigen Herzen, zu allen Seiten, auf alle lebenden Wesen, ihnen unsere Liebe schenkend, die Liebe, die wir von Gott bekommen haben. Und weiter muss man sich als geistiges Herz bis zu den ungeheuren Maßstäben der Körperlosigkeit bereits außerhalb des eigenen Körpers entwickeln. Das geistige Herz kann millionenfach größer werden, als es in Anahata im physischen Körper gewesen ist. Dabei ist es gut, Weiten aufzufinden. Am besten an die Meeresküste. Wenn es keine Möglichkeit gibt, so auf Wiesen, Felder, Steppen. Wir empfinden dabei unbedingt die Arme der Seele, des geistigen Herzens. Wir liebkosen mit ihnen verschiedene Lebewesen, Pflanzen, Vögel, Fische, Tiere, Frösche, Schmetterlinge und so weiter.
Wir schenken ihnen unsere Liebe, unsere Kraft. Wenn man das geistige Herz einfach auf simple Weise entwickelt, ohne aufrichtig alle göttlichen Geschöpfe und Gott selbst zu lieben, so hat diese Körperkultur keinen Sinn. Es sei noch gesagt, ohne die Schöpfung liebgewonnen zu haben, kann man den Schöpfer selbst nicht liebgewinnen. Zunächst kann es bequemer erscheinen, sich aus Anahata über die Weiten dem Körper rückwärtig auszuströmen. Später hat es keine Bedeutung mehr. Mit solchen geistigen Herzen, mit dem wir uns auf viele Kilometer ergießen, kann man sich schon mit Jesus Christus und den Heiligen Geistern leicht unterhalten. Indem man sich in ihm vertieft, erkennt man den Schöpfer in seiner Wohnstätte. Zum Schluss noch einige Ratschläge zur Hygiene, damit alles noch besser gelingt. Die ethisch richtige Ernährung, was auch für die Gesundheit wichtig ist, ist eine schlachtfreie Ernährung, bei der Fleisch und Fisch ausgeschlossen sind. Aber in den Nahrungsrationen dennoch genug Protein vorhanden sein muss. Dank Milchprodukten, Pilzen, Nüssen, Soja und so weiter. Zu vermeiden ist synthetische Kleidung, welche der Haut direkt anliegt. Man sollte in der Regel nicht später als 22 Uhr zu Bett gehen, dafür aber früh morgens aufstehen und jeden Tag mit geistigen Übungen beginnen. Über das Lernen möchte ich nochmals wiederholend sagen, das Lernen in Schulen und Hochschulen ist wichtig und notwendig. Mehr noch, wir sollten auch nachher das ganze Leben lang lernen, von Leuten, denen wir begegnen, wie man leben und handeln darf, und nicht darf, von den Bäumen die Ruhe, von den Blumen und Kräutern die zarte und feine Schönheit. Von den Tieren lernen wir die Anspruchslosigkeit, die im Gegensatz zum sinnlosen Luxus, dem viele Leute nachstreben, steht. Und noch eine Frage. Was gibt solche geistige Arbeit der intellektuellen Vervollkommnung? Der Mensch denkt nicht mehr mit Hilfe des Gehirns, sondern beginnt mit dem entwickelten, riesigen Bewusstsein zu denken. Und diese Denkfähigkeit bleibt ihm für immer, sogar nach dem Tod des Körpers. Das nennt man Weisheit. Solche Menschen nennt man große Geister oder Mahatma. Gerade diese sind der Ehre würdig, Teile des Schöpfers zu sein, heilige Geister zu werden. So interessant und ästhetisch kann man auf der Erde leben. Der Gegensatz dazu, Sie wissen sicherlich davon, primitives Leben auf dem Niveau, auf der Ebene tierischer Reflexe,
starken Krankheiten, Leid, Trunksucht und anderen Arten von Sucht und Drogensucht. Solches Leben führt die Menschen in die Hölle. Wir aber leben mit Gott und für Gott und schlagen ihnen vor, ebenso zu leben, mit vollem Verständnis, wozu wir hier leben und wie wir leben sollten. Ich wünsche Ihnen Erfolg auf diesem Weg. Seien Sie öfter in der Natur. Man kann sich mit ihrer Harmonie so erfüllen. Wir treten in Anahata ein, unser geistiges Herz erweitert sich, dann beginnt die Meditation. Mich gibt es nicht, nur diesen schönen Wald. Oder mich gibt es nicht, nur dieses schöne Feld. Und dann, nachdem wir gelernt haben, mit unserem Bewusstsein die vertretenen Formen des Heiligen Geistes und dann sogar das Heim des Schöpfers zu begehen, werden wir uns dort selbst sagen, mich gibt es nicht, es gibt nur ihn. Bedeutend das Auflösen in ihm, die Fusion mit ihm. Noch einmal wünsche ich Ihnen Erfolg. Hören Sie auf die Weisungen Gottes. Stützen Sie sich auf seine Führung und Hilfe. Er hilft mit Freude denen, die sich offenherzig zu ihm richten. Dort, wo man frei atmen kann, wo der Seele freiräumlich ist, dort, wo die Sonne spielt und das Schilf singt, dort, wo der Himmel durchsichtig, Ruhe und Frieden ist. Dort, im umgreifenden Schein, dort verschmelze ich mit dir.